Menschen. Oh, geile Wand. Da kannst du den verfolgen. Ja, die Straßenbahn, wir heißen euch herzlich willkommen im 20-kapitalistischen 1. Mai. Wir haben für euch ein kleines Straßentheater mitgebracht mit dem Titel Irgendwann trifft es uns alle. Da müsst ihr alle noch ein bisschen näher kommen. Auf Hygienevorschriften, das schwierig näher kommt. Musst du mal von vorne anfangen. Alles klar. Habt ihr es? Hört ihr mich jetzt? Ja. Alles klar. Wir sind die Straßenbande und haben für euch heute ein Theaterstück mitgebracht. Ein kleines Straßentheater mit dem Titel Irgendwann trifft es uns alle. Aufgrund der Corona-Regeln haben wir uns eine kleine Demonstration hier aufgebaut. Aus zwei Corona-gerechten Demonstrantinnen und eine Demonstrantin. Danke für die Demonstration. Wir befinden uns im Jahr 2021. Es ist der 1. Mai in Regensburg. Ihr seht hier hinter uns einen Ausschnitt eines Wohnblocks, eines klassischen Wohnblocks, wie man außerhalb der Stadtmitte finden hat. Vor dem Wohnblock zieht eine Demonstration entlang in die Innenstadt. Immer wieder mal während des Stücks wird diese Demonstration Sprüche skandieren und ich möchte euch bitten, unsere einsame Demonstrantin dabei zu unterstützen. Das können wir jetzt gleich mal üben mit dem ersten Spruch und dann geht es auch schon los. Wir werden dreimal den Spruch rufen, das ist dann unsere Demonstration. Okay. Bezahlbarer Wohnraum für alle. Hallo, geht's noch? Ich hab Nachtschicht gehabt. Was soll denn der Scheiß da? Ständig dieser Straßenlärm. Und jetzt auch nur das. Geht's doch lieber mal was arbeiten, statt die Runden zu schreien. Na, was ist denn da los? Geht das nicht ein bisschen leiser? Ich versuche hier meinen Kindern was zu lernen. Seit Wochen sind wir schon im Homeschooling und nichts funktioniert. Ein bisschen mehr Rücksicht, bitte. Ja, guten Tag, Frau Nachbarin. Unser eins buckelt sich den Arsch auf, um die Miete irgendwie bezahlen zu können. Und die da unten, die spazieren rum, als gäbe es nichts zu tun. Bezahlbarer Wohnraum für alle? Ja, wer soll denn das bezahlen? Geht's lieber was arbeiten, ihr faules Pack? Vollkommen richtig, Herr Nachbar. Jetzt in Corona-Zeiten, wo die Kohle eh knapp ist. Die haben doch eh den Sprung in der Schüssel. Denken nur an sich. Aber was soll man da nur sagen? Wissen's, ich habe durch Corona meinen Nebenjob in der Gastro verloren. Und mit der Leiharbeit, da komme ich auch gerade nur so über die Runden, weil ich seit 2 Monaten Nachtschichten schiebe. Tja, was glauben Sie, wie es uns geht? Mein Mann ist schon monatelang in Kurzarbeit. Glauben Sie, die Miete wird deswegen weniger? Von wegen! Da haben wir dasselbe Problem. Buckeln tu es nicht und am Ende reicht gerade mal so für die Miete und das Nötigste an Essen. Und niemand interessiert's. Nicht die Vermieter und die Politiker erst recht nicht. Die vergolden derweil den großen Arsch. Und die Gewerkschaften, die schwimmen brav mit, anstatt sich mit den Sozialnöten der Menschen auseinanderzusetzen. Und so schön hab ich damals direkt an der Donau gewohnt, bis mir mein Job gekündigt wurde. Und da war es halt aus mit Wohnen in der City. Mit meinem jetzigen Job hätte ich die Wohnung damals nicht mehr bezahlen können. Das geht doch einfach gar nicht mehr. Und wer ist schuld? Ja, die da oben. Nichts machen für uns kleine Leute. Lauter korrupte Politiker. Ja, Wohnraum rekommunalisiert! Wohnraum rekommunalisiert! Wohnraum rekommunalisiert! Wohnraum rekommunalisiert! Wohnraum rekommunalisieren! Da wären wir wieder bei denen da oben. Was tun Sie denn schon für uns Familien? Hängen lassen Sie uns. Schauen Sie, mein Mann und ich, wir haben noch nie viel Geld gehabt. Aber da hat damals die guten Wohnungen vom Freistaat. Die GWW-Wohnungen, wo der Söder, der elendige Sau, über 33.000 verscherbelt hat. Das war 2013, oder? Und heute wollen sie uns erzählen, dass es sozial ist, wenn sie in Bayern neue tausende Wohnungen bauen. Neubauten. Was wird denn da wohl die Miete kosten? Tja, dem freien Markt haben sie es überlassen. Und wie der Markt die Mietenregel spüren wir ja jetzt. Damals ja, da haben mein Mann und ich eine günstige 4-Zimmer-Wohnung bei der GWW gehabt. Doch kurz nach
Verkauf hat es nicht lang gedauert. Da wurde uns die Miete erhöht, aber saftig. Und kurze Zeit später noch einmal. Damals waren auch die Kinder noch kleiner und ich konnte nicht arbeiten gehen. Mein Mann konnte das mit seinem Lohn nicht mehr bezahlen. Und jetzt sitzen wir da im trostlosen Wohnblock für 450 Euro mehr. Eine Neubauwohnung wäre für uns nicht drin gewesen. Und weit und breit nichts für die Kinder. Toll! Dabei würde es so tolle Quartiersmodelle geben. Statt der kurzen Wege, da habe ich mir vor kurzem meine Domplätze angeschaut. Stellen Sie sich das einmal vor. Alles vor Ort. Alles fußläufig erreichbar. Arbeit, Kinderbetreuung, Lebensmittelversorgung, Ärzte. Alles vor Ort. Da könnten wir uns schon mal das Auto sparen. Eine Träumerei ist es. Freilich wäre das schön. Aber wer soll das denn bitte verwirklichen? Wir werden ja weiterhin durch Neubauten und Sanierung immer weiter rausgedrängt. Und wer fragt uns denn schon? Wir werden doch eh nur gemolken. Wir geben ja teilweise 40% unseres Einkommens nur für die Miete aus, habe ich mal gelesen. Tendenz steigen. Das ist doch einfach nicht mehr tragbar. Sauerei! Sauerei! Keine Miete mit der Miete! Keine Miete! Keine Rendite mit der Miete. Das sollte sich die Verantwortlichen zu Herzen nehmen. Guten Morgen übrigens erstmal. Einen guten Tag. Na, immer noch auf WG-Suche? Schon gemerkt, was da los ist? Es war ja nicht zu überhören. Nun ja, wir sind immer noch auf WG-Suche. Und ich habe mal im Internet geschaut, dass es die Wohnraumdemo, die in die Innenstadt zum Rathaus zieht. Ja, so billig wie hier findest du einfach nichts für eine WG. Tja, toll. Und da unten am anderen Ende der Straße steht seit 10 Jahren der alte Wohnblock leer. Auch in der Innenstadt stehen zahlreiche Wohnungen leer. Für unsere Stadt gibt es sogar einen Leerstandsmeldung. Da habe ich mal geschaut, was denn alles so leer steht. Und vor allem wie lange schon. Da kommst du echt ins Nachdenken. Ja, anscheinend ist es rentabler, mit Wohnraum zu spekulieren, als ihn vernünftig einzusetzen. Im Grundgesetz heißt es, Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Dann sollten doch eigentlich diese Eigentümer zur Rechenschaft gezogen werden, diese lausige Bande. Mein Wohl sitzt in dem Casino. Naja, Bemühungen gibt es viele, die Situation zu entschärfen. Am Anfang dachten alle, der Mietspiegel wäre ein Instrument, um die Mietpreise zu kontrollieren. Nur wem nutzt der? Altbestände und Langzeitmietverhältnisse, die keine Mieterhöhung hatten, werden dort gar nicht berücksichtigt. Und schwupps! Schon ist die Vergleichsmiete höher. Welcher Eigentümer würde es nicht ausnutzen, den Höchstsatz anzuwenden, um die Miete zu erhöhen? Mittlerweile fordern in der Mieterverbände und sogar auch die Stadt München eine zeitliche Begrenzung des Betrachtungszeitraums aufzuheben, damit auch Mietwohnungen, die keine Miete jahrelang günstig vermietet werden, einen Einfluss auf den Mietspiegel haben. Somit würden die Preise auf dem freien Markt niedriger werden. Doch das reicht, um Zahlen einen fairen Wohnungsmarkt zu schaffen? Frage Breiner, das ist ein Kram. Auch eine Zweckentfremdungssatzung könnte schon helfen, fehlenden Wohnraum wieder in sozialen Wohnraum rückzuführen. Und Regensburg, kannst du das vergessen? Die Satzung, die sich die Stadt gegeben hat, schützt Altbestände anstatt sie zu enteignen. Damit wäre eine solche Satzung ein Traum für jede Stadtverwaltung. Um Leerstände und übermäßig viele Ferienwohnungen wieder bewohnbar zu machen. Mit einer vernünftigen Satzung könnten Eigentümer zu hohen Geldstrafen verurteilt werden, wenn sie ihre Wohnungen leer stehen lassen oder als Ferienwohnung teuer weitervermieten. Mit einem solchen Instrument könnten sogar ganze Wohnblöcke enteignet werden, um sie nach einer Sanierung zu sozialen Wohnraum zu machen. Ein Gesetz, das es schon seit 2007 gibt. Die Stadt müsste sich nur eine ordentliche Satzung geben und könnte dann die Verwaltung loslegen lassen. Nur in Regensburg scheitert es ja schon an der Einrichtung eines neuen Büros für diese Angelegenheit. Ja, aber da hörst du es doch. Ich sei doch einmal zu blöd für alles. Wie war das mit dem Mietdeckel? Das wäre doch einmal was, oder? Berlin war ja gerade das Versuchskaninchen beim Thema Mietendeckel. Nur beim Mietendeckel auch gerecht wäre, bleibt fraglich. Wenn nun die Miete beim Starkverdiener stark sinkt, hat dieser einen sehr günstigen Wohnraum. Während beim Geringverdiener die Miete zum Beispiel nur um 100 Euro sinkt. Mein Traum wären selbstverwaltete Wohnräume, von denen, die drin wohnen. Auch in Berlin wird das ja gerade gefordert. Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die großen Immobilienfirmen enteignen, um in öffentlich-rechtliche Verwaltung zu bringen. Glaubst du denn wirklich, dass es dann eine Verwaltung interessiert, ob die Mieten für alle gerecht sind? Und warum sollten die Bewohner der Häuser diese denn schon selbst verwalten? Es gibt doch so viele andere Dinge zu tun, zum Beispiel arbeiten gehen oder Kinder großziehen. Das sagt sich alles so einfach. Genau, so wie diese idealistischen Spinner da unten.
der Großteil der Bevölkerung hat doch eine einigermaßen bezahlbare Wohnung. Und wer wird sich denn da die Mühe machen, um den Kampf gegen das kapitalistische System aufzunehmen? Das ist doch Utopie! Haben Sie denn Ihre Gespräche von vorhin schon vergessen? Gerade wir sollten jetzt alle mit da unten stehen und eine Enteignung des Wohnraums fordern. Ja, den Kapitalismus überwinden. Das geht nur gemeinsam. Wir sind alle davon betroffen. Also, ich weiß, viele denken so. Jawohl! Viele denken so, das geht mich nichts an. Ich kann meine Miete ja noch zahlen. Ich habe ja noch Arbeit. Nur wie schnell kann ich das gerade in Krisenzeiten wie jetzt denn ändern? Wir alle sind davon betroffen. Vielleicht nicht jetzt, aber früher oder später wird uns die Wucht der Rendite am Wohnungsmarkt treffen. Dann ist es zu spät, nach Lösungen zu rufen. Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Schließen wir uns zusammen. Besetzen wir nicht nur die Leerstände, sondern auch die Stadtverwaltung. Jawohl! Unsere Stadt. Jawohl! Wir haben hier das Recht dazu. Immer nur mit Kreuzchen machen und auf gute Entscheidungen von Politikern hoffen, damit wird es auch nicht besser. Das mag schon sein, aber was können wir denn schon bewirken? Wir drei und die paar Hansel da unten, da wird sich doch eh nichts ändern. Ich habe morgen eh Schicht. Also ich lese gerade im Internet, dass heute ganz viele Menschen trotz Beschränkung auf der Straße sind, um sich gegen den Kapitalismus zu wehren. Lass uns doch auch ein Teil dieser Bewegung werden und die paar Hansel da unten unterstützen. Gebt euch einen Ruck, vielleicht kommen auch ein paar Nachbarn mit raus und vielleicht steht dann bald der ganze Wohnblock auf der Straße. Jawohl. Was gibt's zu verlieren? In einem Jahr oder in zwei müssen wir hier raus, weil wir uns die Miete nicht mehr leisten können. Wollt ihr denn nichts dagegen versucht haben? Ja, stellt euch das nur mal vor, dieser Wohnblock von uns selbst verwaltet. Dann entscheiden wir, ob wir hier Betonflächen oder grüne Wiesen haben wollen. Oder eine eigene Kneipe mit Bühne, so eine Art Gemeinschaftsraum für uns alle. Ein kleiner, selbstverwalteter Laden. Da muss niemand von uns mehr ewig weit weg zum Einkaufen gehen. Das hört sich super an, da bin ich dabei. Wow, also wär's mir echt wert. Ich hab's morgen geschickt, aber was soll's? Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. So ist es! Bravo! Vielleicht sollen wir damit unsere Träume verwirklichen. Scheißsystem, weg damit! Ich bin noch nicht. Die Schilder, ne? Ja, ne?